spielst du Ghost Recon Breakpoint lieber so oder so? In diesem Video zeige ich dir, wie du die Grafik von Ghost Recon Breakpoint im Nachhinein verbessern kannst. Los geht's! Anfang der Woche habe ich euch in einer Community-Umfrage gefragt, von welchem Hersteller eure Grafikkarten sind. Mit dem Ergebnis, dass über 60% von euch angegeben haben, eine Grafikkarte von Nvidia zu besitzen. Und genau für euch ist dieses Video. Denn alles, was ich dir gleich zeige, funktioniert nur mit einer Grafikkarte von Nvidia und dem Programm GeForce Experience. Das Feature ist besonders cool für virtuelle Fotografie, aber auch um einfach so regelmäßig zu spielen. Und zwar handelt es sich um die Nvidia Spielfilter. Auf die kannst du zugreifen, indem du die Alt-Taste zusammen mit Z drückst, um das GeForce Experience Overlay zu öffnen, und dann auf Spielfilter klickst. Alternativ kannst du auch direkt Alt-F3 drücken, dann kommst du direkt zu diesem Fenster. Und dort kannst du bis zu 3 Presets speichern. Das erste hast du bereits im Intro gesehen. Dann ein zweites, retromäßiges. Und einmal Wasserfarbe, einfach nur um es auszuprobieren. Das Ganze funktioniert so, dass du einfach einen Filter auswählst. Zum Beispiel machen wir jetzt mal Letterbox. Und da siehst du, hast du oben und unten diese Balken oder auch links und rechts. Gut für YouTube Shorts. Ja, also du kannst ja einfach beliebige Filter auswählen, miteinander kombinieren. Wie zum Beispiel ich das gemacht habe hier mit Farbe, was hatte ich noch drin? Schärfen hatte ich drin und Belichtung und Kontrast. Ich finde das Ganze sehr, sehr cool, weil wie gesagt, man kann damit auch einfach so spielen. Und es belastet die Performance auch gar nicht mal so viel. Also ich persönlich habe von der Performance her eigentlich keine Einbrüche festgestellt. Ein bisschen wird es wahrscheinlich auf die Performance gehen. Mein Rechner ist halt ziemlich beefy. Aber ich finde es einfach geil. Ich weiß nicht, ob ich jemals zurück zum originalen Breakpoint kann. Ja, also welche Einstellungen du da genau vornimmst. Hey, ja, Gesicht. Was war das denn? Was macht der denn da? Flupp, weg ist er. Ja, also welche Einstellungen du hier genau vornimmst, das ist halt irgendwie ein bisschen abhängig davon, wie dein Monitor arbeitet, wie bei dir die Farben eingestellt sind. Für mich hat sich das hier als sehr funktional herausgestellt. Ich zeige auch noch die Farben, falls du es mir genau nachmachen willst. Ich finde dieses Feature unter anderem auch deshalb cool, weil auch Menschen mit einer Sehbehinderung davon profitieren können. Denn du kannst hier auch einen Farbenblindheitsmodus einstellen und anders als bei den meisten Spielen kannst du hier genau die Prozentzahl deiner Farbenblindheit einstellen. Also keine Ahnung, wenn du, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber keine Ahnung, du hast keine Ahnung hier, ich sag oft keine Ahnung, oder? 20% Protanopie und keine Ahnung, 40, schon wieder keine Ahnung, 40% Tritanopie und ja, dann kannst du hier wunderbar das Ganze auf deine Bedürfnisse komplett einstellen. Ich finde das mega, mega, mega geil. Und wie gesagt, für virtuelle Fotografen ist das auch sehr cool, weil du kannst hier halt auch eine Vignette reinballern oder da eine, was ich sehr cool finde. Ich hasse das damit zu spielen, aber für Bilder finde ich es cool. Die Tiefenschärfe kannst du hier noch viel feiner einstellen, als das im Fotomodus selbst der Fall, als du das im Fotomodus selbst könntest. Vor allem könntest du halt auch, wenn du möchtest, damit spielen. Ich wüsste nicht, warum man so damit spielen soll, wenn man den Fokus nur auf die Spielfigur gelenkt hat. Aber ja, also die Möglichkeit gibt's. Und für virtuelle Fotografen, nur um nochmal darauf zurückzukommen, ich finde den Unterschied einfach so krass. Ich mache es jetzt erstmal nochmal aus. Für virtuelle Fotografen gibt es auch noch ein zusätzliches Feature, nämlich wenn du Alt-F2 drückst oder Alt-Z und dann hier den Fotomodus.
Denn hier kannst du dieselben Filter einstellen, wie du sie auch bei den Spielfiltern einstellen kannst. Mit dem Unterschied, dass du hier noch ein Raster einblenden lassen kannst oder auch das Bild als HDR-Bild speichern kannst. Du kannst auch hier einstellen, dass du ein hochauflösendes Bild speichern willst. Wenn du, ja, zum Beispiel wie ich, nur einen Full-HD-Monitor hast, kannst du ein 4K-Bild aufnehmen und das speichert das dann halt als 4K ab. Ich finde das sehr cool. Werde ich in Zukunft, glaube ich, etwas öfters noch damit arbeiten. Und ja, der einzige Nachteil ist halt, dass die Zeit nicht stehen bleibt. Mir fällt gerade auf, ich habe wohl in meinem... Ach so, nee, ich hatte ja hier einen Filter hinzugefügt. Okay, vergesst, was ich sagen wollte. Faden verloren. Ja, also auf jeden Fall. Hier bleibt halt die Zeit leider nicht stehen. Deshalb kannst du hier halt nicht so fein die Einstellung machen wie die tollen Action-Shots, die ich ja so liebe. Wenn du hier mit dem Fotomodus und dann hier so einen Action-Shot machen kannst. Du kannst natürlich den Fotomodus aktivieren und dann hier zusätzlich noch den Fotomodus. Da kannst du hier zumindest deine Filter hinzufügen. Gut, Nachtmodus brauchst du wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht der alte Filmmodus. Und kannst dann so deine Screenshots machen. Um das Bild dann entsprechend zu speichern, musst du hier auf Einrasten drücken. Kommen wir noch zu einem sehr wichtigen Nachteil dieser ganzen Sache. Und zwar hast du hier oben die drei Profile. Und leider zählen diese Profile für alle Spiele, die dieses Feature unterstützen. Also zum Beispiel auch Hitman 2, da habe ich es gemerkt. Da ist dieses Profil auch genauso drin, wie es hier ist. Also die Profile hier sind nicht nach Spielen unterteilt. Du hast also für alle deine Spiele insgesamt nur drei Farbprofile oder Filterprofile. Das ist ein bisschen schade. Und ja, für nachts funktionieren die Filter dann auch nicht ganz so gut. Da bräuchte man eigentlich, müsste man sich noch einen zweiten Filter einrichten. Ich kann das ja gerade mal demonstrieren. Ich meine, man kann natürlich auch Alt F4 drücken und dann ist alles weg. Ja, Alt F4 liegt erschreckend nah an Alt F3, was ich eigentlich drücken wollte. Ja, deshalb am besten über Alt Z und dann per Mausklick auf die Spielfilter gehen, dann passiert sowas auch nicht. Ja, was ich aber gerade sagen wollte, also nachts kann das Ganze etwas problematisch sein, denn da bräuchte man eigentlich noch einen weiteren Filter dafür, weil es ist dann doch teilweise schon ultra dunkel. Und da muss man halt, oder man muss halt eine Balance finden zwischen Sichtbarkeit, aber eigentlich geht's. Ja, jetzt ein Nachtsichtgerät an. Kann ich ja gerade mal ausprobieren. Nachtsicht, Filter hier. Nachtsicht, hey doch komm, das geht. Das geht vollkommen klar. Ist halt relativ dunkel dann, ne? Aber da kannst du ja beliebig mit den Filterprofilen rumspielen, wie du das möchtest. Musst aber halt auch aufpassen, das ist mir nämlich am Anfang passiert, dass du auf der Karte hier noch was erkennen kannst. Denn wenn du die Belichtung oder das Gamma ein bisschen zu viel mit rumspielst, da kann es passieren, dass die Karte hier, vor allem hier in den hellen Bereichen, so hell ist, dass du gar nichts mehr erkennst. Das ist dann halt schon ziemlich hart. Ich habe mich jetzt schon so dran gewöhnt, dass es schon normal für mich aussieht. Außer vielleicht hier, so am Rucksack sieht man es gerade, so die Highlights sind vielleicht noch ein bisschen stark. Kann man ja noch ein bisschen runterdrehen oder höher. Ja, da muss man halt immer ein bisschen fein justieren, ne? Aber so alles in allem, ich finde das Feature genial. Und ich hoffe, ich konnte dir damit auch ein bisschen helfen, das Spiel vielleicht für dich ein bisschen schöner zu machen oder für deine Bilder der virtuellen Fotografie. Dann hoffe ich, dass du mir ein Abo reinhaust und die Glocke aktivierst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.